Tja, Hallöchen zusammen. Lang, lang ist's her. Ja, ich lebe noch, falls einige gedacht haben, ich existiere nicht mehr. Zuallererst einmal sorry, dass ich lange nicht mehr on war, beziehungsweise lange keine Videos mehr hochgeladen habt. Falls ihr auf weitere Oma-Heta-Videos gewartet habt, muss ich euch mit diesem Video, beziehungsweise Audiolog, leider enttäuschen. Und zwar, weil ich dieses Let's Play abbrechen werde. Der Grund ist ganz einfach. Es ist wegen, weil, wegen Baum, nein. Ich muss erst mal wieder reden lernen, mein Gott. Also ich breche es ab, einfach aus diesem Grund, weil es zu chaotisch ist. Ich weiß nicht mehr, wo es weitergeht bei diesem Spiel. Die Kapitel sind alle total durcheinander. Die Laura wusste auch nicht, wie das weitergeht. Und ja, keine Ahnung, ne? Also es wird keine weiteren Folgen Romaita geben. Aber bitte nehmt mir das jetzt nicht zu übel. Das ist einfach doof gelaufen, das mit dem Let's Play. Und ich bitte euch, na mir nachzusehen. Und ich werde dafür aber ein neues Projekt anfangen, das ich dann sozusagen als mein erstes Projekt dingsen werde. Also ganz neu ein Projekt, ja. Welches das sein wird, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht Feuer um Mitternacht. Vielleicht. Weil ich kenne dieses Spiel schon und da könnte eigentlich nichts schief gehen. Ich habe es nämlich schon mal durchgespielt, wie ich auch im Romaita Let's Play mal erwähnt habe. Und ja, genau so. Reden lernen muss ich erstmal wieder. Und ich bin auf jeden Fall noch am Leben. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Projekt mitverfolgen würdet, wenn ihr möchtet. Wenn ich zu nervig bin, dann lasst es einfach sein. Es zwingt euch ja keiner, das Let's Play dann zu gucken, aber ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und damit sage ich auch schon wieder Tschüss und bis dann, eure Saskia. Bye bye.